Es ist nun bereits 25 Jahre her, seit die offizielle Twitter-Drama-Queen oder auch genannt J.K. Rowling das erste Harry Potter-Buch veröffentlichte. Harry Potter und der Stein der Weisen. Und darauf folgten 6 weitere Bücher und 8 Filme. In diesem Video möchte ich versuchen, alle Harry Potter-Filme und Bücher zu ranken. Aber natürlich wäre es unfair, die Bücher und die Filme miteinander zu vergleichen, da die Bücher, wie wir sicher alle bestätigen können, viel besser sind. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, die Teile nicht danach zu bewerten, wie gut ich sie wirklich finde, sondern eher nach dem Faktor, ob ich sie mir jetzt direkt geben könnte oder ob ich mich dazu erst überwinden müsste. Denn ich finde alle Teile wirklich gut, aber wer die Bücher einmal gelesen hat, weiß, dass diese einfach viel ausführlicher sind und viel mehr erklären, als die Filme es tun. Daher denke ich, dass ich mit diesem System einen relativ guten Kompromiss gefunden habe. Und jetzt viel Spaß mit dem Video, let's go! Wir beginnen die Liste mit einem Ableger, bei dem ich denke, dass mir die meisten zustimmen werden. Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 1. Die meisten können sich wahrscheinlich denken, warum dieser Film den letzten Platz auf der Liste belegt. Der Film hatte halt nicht wirklich viel Inhalt, also er bestand zum Großteil daraus, dass Harry, Ron und Hermine im Wald chillen und nicht wirklich wissen, was sie tun sollen. Ich meine, er hatte ein paar coole Szenen, zum Beispiel die Anfangsszene, wo die 7 Potters aus dem Haus ausbrechen oder die Flucht aus dem Haus der Malfoys. Aber gerade diese Passagen im Wald haben nicht wirklich viel Harry Potter-mäßiges an sich. Es geht auch sehr um die Freundschaft zwischen Harry, Ron und Hermine und klar wird diese irgendwann toxisch, weil sie einfach nur noch sich selbst haben und sonst niemanden mehr. Und das Einzige, was sie am Ende vom Film hatten, war ja nur ein Horcrux und den Hinweis auf einen nächsten. Ich würde dem Film schon gern einen besseren Platz geben, aber den hat er sich halt leider nicht verdient und deswegen letzter Platz für Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 1. So leid es mir auch tut, aber ich muss dem Film zu Harry Potter und der Feuerkelch leider den vorletzten Platz geben. Ich meine, früher mochte ich den Film wirklich sehr gerne, es war schon einer meiner Lieblingsfilme, aber leider habe ich dann das Buch dazu gelesen und habe gemerkt, dass sie sehr viel rausgelassen haben und sehr viel wichtiges Zeug rausgekürzt wurde. Sie haben zum Beispiel die Anfangsszene bei den Dursleys rausgekürzt, obwohl die eigentlich ziemlich witzig war und auch Ludo Backman wurde ausgelassen, obwohl es eigentlich ein sehr wichtiger Charakter war. Wir dürfen natürlich nicht die legendäre Szene vergessen, in der Voldemort wiederbelebt wurde und seinen ersten richtigen Kampf gegen Harry hatte, das war einfach nur richtig geil inszeniert und noch richtig gut gemacht. Aber leider konnte auch dieses epische Duell dem Film nicht zu einem höheren Platz verhelfen. Wenigstens haben sie den Alistair Moody bzw. Barty Crouch Jr. gut inszeniert, ich mag ihn. Ich denke auch mit diesem Platz werde ich mich nicht besonders beliebt machen, aber jetzt kommt Harry Potter und der Orden des Phönix. Beim ersten Mal anschauen fand ich den Film irgendwie komisch, danach hat er mir immer mehr gefallen, dann habe ich das Buch dazu gelesen und dachte mir, holy shit, wie viel haben die da bitte rausgelassen? Natürlich hatte es der Film nicht leicht, ich meine, er hatte die größte Buchvorlage von allen, aber sie hätten zumindest das St. Mungo Hospital mit reinnehmen können. Der Charakter Dolores Umbridge wurde von Imelda Staunton perfekt gespielt, ich habe die Alte wirklich bis auf den Tod gehasst und auch die Schlacht im Ministerium war richtig geil, aber trotzdem reicht es für den Film leider nur auf Platz 13. Ich denke, spätestens jetzt bin ich an dem Punkt angekommen, wo ich mir mit meiner Meinung viele Feinde machen werde. Aber auf Platz 12 meiner Liste ist das Buch zu Harry Potter und der Orden des Phönix. Und das hat gleich mehrere Gründe. Zum einen ist es, wie eben erwähnt, das längste Buch der Serie und es hat über 1000 Seiten. Und zum anderen stört es mich, dass Harry in diesem Buch so viel leiden muss. Ich meine, auf so gut wie jeder Seite steht, ja, Harry hat Kopfschmerzen, seine Narbe tut weh, sein Kopf spaltet bald vor Schmerz, er wird bald tot umfallen, keine Ahnung, also lass den armen Jungen doch in Ruhe, der ist 15. Aber trotzdem sehr gutes Buch, es wurde sehr viel mit hineingebracht, was später noch wichtig wurde und daher der 12. Platz. Als nächstes auf der Liste haben wir das Buch zu Harry Potter und der Feuerkelch. Und ich muss sagen, ich hatte wie so oft viel Spaß beim Lesen dieses Buches. Es hatte viele ikonische Stellen, zum Beispiel die Quidditch-Weltmeisterschaft oder die Wiederbelebung Voldemorts. Außerdem war ich ein Riesenfan des Trimagischen Turniers. Die Charaktere waren auch einfach genial geschrieben und generell die Stimmung war wirklich cool. Ich würde dem Buch wirklich gern einen höheren Platz geben, aber leider hatte es ein paar Stellen, welche einfach nur Lückenfüller waren und nicht wirklich unterhaltsam. Zum Beispiel die Stelle, wo Sirius, Harry, Ron und Hermine ein Kapitel lang nur labern und nichts passiert. Aber trotz all diesen Schwächen könnte ich mir das Buch jetzt einfach nehmen und nochmal meine Lieblingskapitel durchlesen. Als nächstes auf unserer Liste haben wir Harry Potter und der Stein der Weisen.
Und ich weiß gar nicht, was ich noch groß zu dem Film sagen soll. Harry Potter und der Stein der Weisen ist der erste Teil der Geschichte und er hat die meisten von uns in die Wizarding World geführt. Wir sehen zum ersten Mal Harry, Ron, Hermine, Hagrid, wir sehen zum ersten Mal das Fliegen, Quidditch, wir sehen zum ersten Mal die Magie. Der Film war für die Zeit, wo er rauskam, wirklich gut und wer den Harry Podcast von Cold Mirror gesehen hat, weiß, dass die meisten Effekte noch praktisch waren und ohne Computeranimation oder ähnliches. Auch hier könnte ich mir den Film easy zum 100. Mal anschauen und ich hätte trotzdem Spaß dabei. Und daher Platz 10 für Harry Potter und der Stein der Weisen. Wo wir gerade beim Thema Anfänge von Harry Potter sind, auf Platz 9 haben wir Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Ich denke, dies ist einer der bekanntesten und auch beliebtesten Filme der Reihe und auch ich liebe den wirklich sehr. Die Atmosphäre wurde aber auch wirklich gut rübergebracht, also sei es im gemütlichen Schloss Hogwarts, wo auf einmal Schüler und Katzen versteinert werden und niemand weiß warum, oder auch was es mit dem Erben Slytherin auf sich hat. Es gab auch diese ultra gruselige Szene im verbotenen Wald mit den vielen Spinnen, vor der ich bis heute Gänsehaut habe. Und natürlich nicht zu vergessen Harrys epischen Kampf gegen den Basilisken am Ende, also ich würde den als einen der epischsten überhaupt aus Harry Potter bezeichnen. Der ist auch einfach tausendmal spannender als im Buch und daher verdient dieser Teil den 9. Platz. Als nächstes auf der Liste haben wir wieder einen Film, und zwar Harry Potter und der Halbblutprinz. Leider ist der Film gar nicht mal so beliebt, wie er es eigentlich verdient hätte, weil ich finde den Film wirklich genial. Endlich erfahren wir etwas über Tom Riddles Vergangenheit und auch ein wenig über Dumbledores. Dumbledore ist mein absoluter Lieblingscharakter und deswegen bin ich froh, dass er in diesem Film so eine große Rolle spielt. Und stirbt! Okay, sorry, das war jetzt ein bisschen emotional. Ich fand auch Slughorn richtig unterhaltsam in dem Film. Und der Film gab mir halt generell richtig entspannte Vibes. Auch dieser orangene Filter, den viele hassen, finde ich in dem Film sehr gut platziert und sehr entspannend. Also, ich fasse mich kurz. Genialer Film, abruptes Ende, aber gute Vorbereitung auf den letzten Teil. Ich habe es bereits zum Anfang des Videos erwähnt und jetzt kommt es endlich. Harry Potter und der Stein der Weisen. Auch hier weiß ich gar nicht, womit ich anfangen soll. Also zuerst einmal können wir vielleicht erwähnen, dass dieses Buch die ganze Reihe überhaupt gestartet hat und der Grund für den Durchbruch war. So viele Dinge, die wir hier zum ersten Mal sehen konnten, die Charaktere wurden alle nach und nach vorgestellt und die Atmosphäre war einfach nur genial. Es war einfach noch der friedlichste Teil von allen. Harry musste nach und nach begreifen, was er eigentlich war und wie er sich in Hogwarts einleben sollte. Er musste Snape nachspionieren und schauen, ob er irgendwas Böses im Schilde führte und am Ende war es einfach Quirrell. Ich frag mich auch, wie das Buch nur roundabout 300 Seiten haben konnte, weil es kam mir sehr viel länger vor und es gab so viele ikonische Szenen, einfach nur krass. Und deswegen denke ich, dass ich damit einen relativ guten Platz für das Buch gefunden habe. Ich könnte es mir jetzt direkt durchlesen, hätte den Spaß meines Lebens. Also Harry Potter, Stein der Weisen, einfach nur legendär. Es ist zwar schon leicht ironisch, aber auf Platz 6 haben wir das Buch zu Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Das Buch war wirklich eine fantastische Fortsetzung vom ersten Teil und irgendwie fühlen sich die Bücher auch sehr gleich an, wenn man sie liest. Es war auch interessant zu sehen, dass Harry immer noch nicht ganz in der Wizarding World drinsteckte, aber trotzdem viel davon begriffen hatte. Er machte sich generell auch viele Sorgen, warum er von Ron und Hermine keine Briefe bekommen hatte und er fühlte sich auch ziemlich allein oft. Vor allem als er beschuldigt wurde, der Erbe Slytherins zu sein. Es gab ja auch so einen inneren Konflikt von Harry, dass er eigentlich nach Slytherin gekommen wäre, wenn er sich nicht dagegen entschieden hätte. Und dieser ganze Konflikt wurde ja dann sehr gut von Dumbledore beendet, der ihm erklärt hat, dass er das Schwert niemals hätte rausziehen können aus dem Hut, wenn er nicht ein wahrer Gryffindor wäre. Und deswegen würde ich sagen, gutes Buch, gutes Ende und verdienter 6. Platz. Wir nähern uns nun der Top 5 und eingeleitet wird diese durch Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 2. Dies ist der letzte Teil der Filme und zugleich der epischste. Wir sehen die Schlacht von Hogwarts und wie tausende Zauberer, Tierwesen oder Kreaturen miteinander kämpfen. Es ist der Kampf zwischen Gut und Böse, bei dem sogar Hogwarts zerstört wird. Irgendwie traurig, aber irgendwie auch cool zugleich. Es war auch so brutal zu sehen, wie so viele Charaktere, die wir geliebt haben, einfach gestorben sind in dem Film. Und auch hier wurde die Schlacht schon fast epischer inszeniert als im Buch, doch leider wurde auch wieder sehr viel rausgelassen, weswegen ich den Film leider nicht über das Buch stellen kann. Aber ich denke, der 5. Platz kann sich wirklich sehen lassen und ich denke, die meisten Fans sind zufrieden damit.
Wo wir gerade darüber gesprochen haben, auf dem 4. Platz der Liste ist das Buch zu Harry Potter und die Heiligtümer des Todes. Und ich sag's euch, wie es ist, dieses Buch hätte Potenzial gehabt, auf dem 2. oder sogar dem 1. Platz zu landen. Dieses Buch hat die Geschichte wirklich perfekt zu Ende gebracht. Jeder Charakter hat nochmal seinen Auftritt bekommen und es wurden sogar noch neue Charaktere hinzugefügt, zum Beispiel Xenophilius Lovegood. Auch die Geschichte mit Creature fand ich super süß, wo er das Medaillon von seinem besten Freund Regulus Black bekam und sich schließlich doch für das Gute einsetzte. Und jedes Mal, wo Voldemort kurz davor war, Harry zu bekommen, habe ich schon dieses Adrenalin gespürt und ich wollte gar nicht mehr aufhören zu lesen. Und diese Message von Neville an Voldemort werde ich niemals vergessen. Wir sind Harrys Armee und wir werden weiterkämpfen, auch wenn Harry tot ist. Auch wenn Harry nicht wirklich tot war. Und eines der größten Highlights war die Backstory von Snape, die werde ich auch niemals vergessen. Aber dieses Buch hatte leider auch das Problem, dass es durch die Stelle im Wald einfach viel zu langweilig wurde zum Teil. Aber ich denke, das können wir diesem Meisterwerk noch einmal verzeihen. Wir nähern uns nun der Top 3 und damit den goldenen Teilen von Harry Potter. Jetzt kommen die Teile, wo ich mir anschauen könnte, ohne auch nur zu überlegen, ob ich es tun sollte oder nicht. Und auf Platz 3 haben wir den Film zu Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Dieser Film hat wirklich alles richtig gemacht. Sei es die wunderschöne Story oder das Acting der Charaktere. Oder die einzigartige Atmosphäre aus dem Buch, die perfekt in den Film übertragen wurde. Oder auch diese düstere Kälte, die von den Dementoren ausgestrahlt wird. Nie habe ich den Vibe von Hogwarts mehr gefühlt als in diesem Teil. Es gab viele legendäre Momente, Harry, der auf einem Hippogreif reitet, der fahrende Ritter, die Wahrheit von Peter Pettigrew. Remus und Sirius, zwei der besten Charaktere, wurden hier eingeführt. Und diese ganze Geschichte mit der Zeitreise war kompletter Mindfuck, wie ich ihn heutzutage nur aus Rick and Morty kenne. Na gut, damals kannte ich noch kein Zurück in die Zukunft. Der Regisseur Alfonso Cuarón hat so viel mit Effekten und Visualizing gearbeitet, dass es einfach nur krass ist. Dieser Film hat den 3. Platz mehr als verdient und wenn es die Bücher nicht geben würde, wäre er ganz klar die Nummer 1. Ich weiß, es klingt ein bisschen verrückt, aber für mich ist das Buch zu Harry Potter und der Halbblutprinz das zweitbeste. Dieses Buch hat mir einfach sehr entspannte Vibes gegeben. Im 4. und im 5. Teil musste Harry sehr viel leiden, vor allem natürlich durch Voldemort, aber auch durch das Trimagische Turnier oder durch Dolores Umbridge. Aber hier konnte Harry wieder ein bisschen zu seinem typischen Alltag in Hogwarts zurückkehren und er konnte wieder das typische Leben eines Schülers haben. Es gab wieder Quidditch, es gab wieder normale Unterrichtsszenen, es gab wieder ein bisschen Streit mit Snape. Und irgendwie hat mir dieser Teil auch wieder viele nostalgische Vibes gegeben, wie aus den ersten 3 Teilen. Ich fand auch Slughorn sehr lustig und ultra sympathisch, auch wenn er natürlich eine etwas unschöne Vergangenheit hat. Das Thema Vergangenheit wurde sowieso sehr stark thematisiert. Wir haben viel erfahren über die Vergangenheit von Dumbledore, von Voldemort und von Slughorn. Auch die Stelle, wo Harry diese vielen Inferi bekämpfen musste, hat mich sehr stark an Harry Potter und der Gefangene von Azkaban erinnert. Und dann kam natürlich der Tod von Dumbledore, welcher, wie wir später erfahren haben, von Snape und Dumbledore so geplant war. Dumbledores Beerdigung war auch eine sehr schöne Szene, in der viele alte Charaktere nochmal zurückkamen, um ihn zu betrauern. Und insgesamt hat das Buch sehr gut auf den letzten Teil aufgebaut. Ich denke, mit dem 1. Platz dürfte ich am wenigsten Menschen überraschen. Denn dieser Teil ist unter den Fans der beliebteste. Dieses Buch hat nämlich eine fantastische Atmosphäre, fantastische Charaktere und eine fantastische Story. Dieser Platz geht nämlich an den 3. der Saga, und zwar Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Juhu! Es gab keinen Teil, der das Hogwarts-Feeling so gut rübergebracht hat wie Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. In diesem Buch haben wir die furchteinflößenden Dementoren kennengelernt, wir haben Remus, Lupin und Sirius Black als Freunde dazu gewonnen, wir haben eine Zeitreise gemacht. Seidenschnabel und Sirius wurde das Leben gerettet. Harry hatte sein vielleicht bestes Schuljahr überhaupt, er hat den Quidditch-Pokal mit nach Hause gebracht, er hat in Verteidigung gegen die dunklen Künste so viel gelernt wie noch nie zuvor, er hat Hogsmeade besichtigt, er hat seinen Patenonkel kennengelernt und. Dieses Buch ist in vielerlei Hinsicht das Beste, das Harry Potter jemals abgeliefert hat. Es gibt einem das Gefühl von Freiheit und Freude, aber auch von Trauer und Verrat. Sollte es euch jemals beschissen gehen, lest dieses Buch durch, es wird euch wieder hochziehen. Ich für meinen Teil werde es auf jeden Fall nochmal lesen und jede einzelne Seite genießen von diesem Meisterwerk. So, ich hoffe, dieser kleine Ausflug in die Wizarding World hat euch gefallen. Ach ja, ich liebe Harry Potter. Es hat viel Spaß gemacht, dieses Video zu produzieren.
Natürlich war dieses ganze Ranking nur meine Meinung und ihr könnt eure gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich mir vielleicht doch noch ein Buch oder einen Film reinziehen sollte. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, glaubt an eure Träume und bis zum nächsten Mal. Ciao.